Herzlich willkommen im Ostseebad Warnemünde. Welcome to Warnemünde Baltic Sea Resort. Herzlich willkommen in der Universitäts- und Hansestadt Rostock. Edward Munk hat von 1907 bis 1908 hier in Warnemünde gewohnt. Munk brachte damals auch seine Muse Rosa Meißner mit in den kleinen Ort. Sie war eine wohlgeformte Dame aus Berlin. Sie wohnten also gemeinsam unter dem Dach in Nummer 53. Da die beiden nicht verheiratet waren, sorgte das Zusammenleben im Dorf für eine Menge Aufsehen. So etwas war man hier nicht gewohnt. Hier ging es ordentlich zu. One of the building's unique features is the 32 bell carillon, situated at the corner of Breitestrasse. It can be played either mechanically or manually. The carillon is very popular. It plays every Saturday for half an hour from 12 noon. Gegenüber dem Hauptaltar befindet sich die große Barockorgel von St. Marien. Sie wurde vom Rostocker Orgelbauer Paul Schmidt in den Jahren 1766 bis 1770 erbaut. Die Orgel hat insgesamt 5702 Pfeifen, 83 Register und 4 Klaviaturen, auch Manuale genannt. 1938 wurde sie von der Orgelbaufirma Sauer aus Frankfurt an der Oder umgebaut und mit einer elektropneumatischen Traktur versehen. Seitdem verfügt sie über eine gewaltige Klangkraft. Wir sind nun am Ende unseres Rundgangs angekommen. Wir bedanken uns bei Ihnen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in der schönen Universitäts- und Hansestadt Rostock. Thank you and enjoy the rest of your stay.